Die erste Woche starten wir um 5:30 Uhr abends in Planica in Slowenien, einem bekannten Skisprungort. Wir wandern taleinwärts. Bald erreichen wir den Triglav-Nationalpark. Hier gibt es südalpine Pflanzen und tolle Berge, die zurzeit aber noch sehr weiß aussehen. Bald kommen auch wir in den tiefen Schnee. Das ist zunächst lustig, aber als es dunkel, kalt und neblig wird und anfängt zu schneien, ist die Hütte immer noch weit entfernt, sodass wir um 10:30 entscheiden, unter einem Felsbrocken zu bivakieren. Nach einer kalten Nacht brechen wir am nächsten Morgen auf zur Hütte, wo wir uns erst einmal aufwärmen und frühstücken. Slowenien ist mit seiner aufgrund der günstigen Bedingungen artenreichen Flora besonders für Biologen interessant, denn es gibt sowohl typische alpine als auch mediterrane Arten. Es soll sogar zahlreiche endemische Arten geben, die nur hier die Eiszeit in Felsspalten überlebt haben. Nach einem interessanten Weg durch Sozertal beenden wir den Tag in Buvik. Am nächsten Morgen erreichen wir die Grenze zu Italien und den verlassenen Ort Ucea. Wir gehen weiter auf dem spannenden und einsamen Weg 732, der zum Teil nur noch in Form von Markierungen vorhanden ist. In der Mittagspause haben wir Blick auf den Canyon, den wir eigentlich überqueren wollten. In Valdiresia folgen wir einem schön angelegten Weg. Bald erreichen wir den Ort, in dem wir übernachten werden und essen Trikot. Am nächsten Tag haben wir eine lange einsame Etappe vor uns, die uns wieder in Regionen oberhalb der Schneegrenze führt. Unser Weg führt uns durch die Geisterdörfer Mogessa di Qua und Mogessa di La, die vor 50 Jahren von einem Erdbeben zerstört wurden. Das Friaul stellt auch heute ein tektonisch unruhiges Gebiet dar, belegt ist dies durch zahlreiche Erdbeben. Diese Beben erreichen oft eine Stärke von bis zu 8, stärker als fast überall sonst in Europa. Dies könnte an der Tatsache liegen, dass sich die afrikanische Platte hier über die europäische Platte schiebt, im Gegensatz zum Rest der Alpen. Auf dem verschneiten Pass kommt einem die Gegend fast hochalpin vor. Bald erreichen wir das kleine, gemütliche Refugio Crautaria, wo wir uns abends noch lange mit dem netten Wirt unterhalten. Der nächste Tag ist sehr regnerisch, aber von der Greta di Mezzoli haben wir eine schöne Aussicht auf die Felszürme am Monte Sant. Weiter unten durchqueren wir ein Gebiet voller Bäche und geheimnisvoller Wälder. Bessert sich das Wetter und wir erreichen bei Sonnenschein die mittelalterliche Kirche San Floriano, die hier vor über 1000 Jahren gebaut wurde. Am nächsten Tag durchqueren wir eine Almlandschaft und müssen wieder über einen verschneiten Pass. Beim Auf- und Abstieg sehen wir die ersten Almen auf unserer Tour, die hier sonst nicht besonders häufig sind. Nach einer Nacht in Ovaro brechen wir am nächsten Morgen auf Richtung Saurus. In der kulturellen Abgeschiedenheit des Ortes entwickelten sich Traditionen wie der Zara-Fasching mit urtümlichen Holzfiguren und besondere Weihnachtsumzüge. Am nächsten Morgen trauen wir unseren Augen nicht. Die Sonne scheint und wir haben eine tolle Aussicht auf die Berge gegenüber. Nach einer Pause auf einer Alm geht es weiter bis zum höchsten Pass der ersten Woche. Dort genießen wir die Aussicht, die wir in den letzten Tagen so vermisst haben. Neben den Bergen der Friaula und Pesarina Dolomiten können wir sogar schon Monte Pelmo und Antelao sehen. Beim Abstieg kommen wir vorbei an Enzian und einer urigen Selbstversorgerhütte. Im Forni di Sopra in den Friaula Dolomiten lassen wir den ersten Teil mit Vorfreude auf den zweiten Teil ausklingen. Wieder in Forni di Sopra, wo wir den zweiten Teil unserer Tour beginnen wollen. Vom etwas zweifelhaften Wetter und der späten Uhrzeit lassen wir uns trotz der Ereignisse der ersten Woche nicht abschrecken und steigen in der Dämmerung zum Refugio Flaiban Pajarini auf. Wenigstens liegt kein Schnee mehr und der Weg ist weder anspruchsvoll noch schwer zu finden. Wir befinden uns nun im Naturpark Friaula Dolomiten und können sowohl zurück Richtung Saurus als auch auf spektakuläre Felsformationen schauen. Nach einer Nacht auf der gemütlichen Hütte brechen wir bei vielversprechendem Wetter schon um 5:45 auf. Wir haben schließlich noch viel vor und ein Frühstück bei aufgehender Sonne wollen wir uns nicht entgehen lassen. Doch zuerst
Zuerst haben wir noch einen 500 Höhenmeter Anstieg zum Passo del Mus vor uns, bei dem wir schon erste Eindrücke von der Landschaft der Friauler Dolomiten bekommen. Nachdem wir mit toller Aussicht auf den Pass gefrühstückt haben, beginnen wir den Abstieg ins Val de Meluzzo. Weiter unten bekommen wir durch die Bäume erste Eindrücke der Monfalconi, die wir noch durchqueren werden. Diese stellen eine bizarre Ansammlung von Felszacken dar, von denen bis heute die meisten noch unbestiegen sind. Sie sind in den ganzen Alpen einmalig. Im Westen eröffnet sich der Blick auf die Cima del Preti, den höchsten Berg der Friauler Dolomiten. Wegen eines fehlenden Wegweisers steigen wir versehentlich in das Val di Leone auf, was sich aber als sehr gute Entscheidung erweist. Hier gibt es viele Beispiele für die südalpine Vegetation, aber auch Pflanzen, die in allen Kalkgebirgen der Alpen vorkommen, wie das Edelweiß und der Enzian. Natürlich gibt es hier auch Gämsen, wie in allen Teilen der Alpen. Nun befinden wir uns mitten im Monfalconi und die Felsformationen werden immer bizarrer. Diese unmöglich erscheinenden Felsgestalten entstehen durch die Erosion weicherer Gesteinsschichten. Nach dem anstrengenden Aufstieg machen wir Mittagspause in fast 2300 Meter Höhe. Danach geht es über schöne Wiesen vorbei an einem Notbiwak in die höchste Scharte an diesem Tag. Dort eröffnet sich vor uns ein großartiges Dolomitenpanorama. Wir können sowohl Antelao als auch Monte Pelmo und Marmolada erkennen. Diese werden wir im Laufe unserer Tour noch besteigen. Nach einer Nacht im Refugio Padova geht es mit Ausblick auf die Spalti di Toro weiter in Richtung Cadore. Weiter unten kommen wir vorbei an einer Höhle und einem Bach. Nachdem wir in dieser Hütte unseren Blog aktualisiert haben, erreichen wir den See Largo del Centro Cadore. Im stark besiedelten Cadore-Tal bieten neben dem Tourismus die Ausbeutung der Wasserkraft und die Ansiedlung einiger Industriegebiete im Tal die Haupteinnahmequellen. Außerdem stammt die Mehrheit der Eisdielenbesitzer in Deutschland aus dem Cadore. Von einer Kapelle haben wir schöne Aussichten auf die Berge, die wir bereits durchquert haben. Auf einem Höhenweg durchqueren wir kleine Orte am Hang. Langsam wird es sehr heiß und es geht durch schattenlose Pinienwälder in Richtung Antelao. Von dort haben wir eine tolle Aussicht auf die beeindruckenden Platten des Antelao, bevor wir einen Abstecher zu einem Wasserfall unternehmen. Der Anstieg verläuft durch ein Hochtal unterhalb des mächtigen Antelao. Wir übernachten auf dem Refugio Galassi mit Blick auf die Marmarole-Gruppe. Am nächsten Morgen brechen wir sehr früh zu unserer Tour auf den Antelao auf. Bereits am frühen Morgen haben wir Aussicht in alle Richtungen.
halb sieben setzt das Alpenglühen ein, das in den Dolomiten besonders intensiv ist. Bald kommen erste kleinere Kletterstellen. Auf über 2600 Meter frühstücken wir in sehr exponierter Lage. Danach steigen wir über die berühmten Platten am Antelao auf. Der letzte Gipfelabstieg hält noch einmal abenteuerliche Stellen für uns bereit, bevor wir die überwältigende Aussicht genießen können. Aufregenden Abstieg machen wir am Fuß des Berges Mittagspause. Nach dieser anstrengenden Tour beschließen wir schon auf dem Refugio Scotta zu übernachten. Am nächsten Morgen haben wir einen großartigen Blick auf Monte Pelmo und Tofana. Unser Weg führt uns zunächst in ein weiteres tiefes Tal, in dem wir frühstücken. Steigen wir durch eine einsame, vegetationsreiche Landschaft unterhalb des Monte Pelmo auf. Weiter oben kommen wir in eine schöne Almlandschaft mit gutem Blick auf hohe Gipfel. Unter den Felswänden begehen wir einen schönen Höhenweg. Wir machen Mittagspause auf einer Wiese voll von Edelweiß. Dann kommen wir auf der Via Alpina zum Monte Valbecco. Dort wurde ein komplett erhaltenes Skelett in einem Grab eines wohlhabenden Kriegers aus der Mittelsteinzeit unter einem großen Felsbrocken gefunden. Zahlreiche weitere kleinere Funde in dieser Region belegen die Besiedlung der Hochfläche schon seit ca. 10.000 vor Christus. Für diese Höhe sehr außergewöhnlich. Von einer Scharte aus haben wir einen tollen Blick auf Cortina d'Ampezzo und die umliegenden Berge. Dann führt uns der Weg über eine weitere hohe Scharte zur Passo Giau. An der Straßenpasslandschaft begegnen wir einer riesigen Schafsherde. Am nächsten Morgen stehen wir bald wieder auf einer Kammhöhe mit frontalem Blick auf die Marmolada. Nach dem Abstieg frühstücken wir in der Nähe der mittelalterlichen Burg Andretz, die schon zur Gemeinde Buchenstein gehört. Diese geht auf das Jahr 1027 zurück und kann heute besichtigt werden. Sie wurde ursprünglich zur Sicherung der Eisentransporte von Monte Pori gebaut. Danach kommen wir nach Livina Longo, wo wir unsere Vorräte auffrischen. Wir durchqueren das Tal. Auf der anderen Seite befindet sich eine einsame, ursprüngliche Landschaft mit nicht besonders scheuen Murmeltieren. Bald befinden wir uns auf dem Pardonkamm mit tollem Blick auf die Marmolada. Hier wurden viele lokale Skigebiete zu einem einzigen vereint, wodurch die Landschaft im Sommer sehr verunstaltet und die Vegetation massiv geschädigt wurde. Deshalb gibt es auch kaum noch Tiere hier. Nach einer Nacht im Refugio Marmolada am Fedaya-Pass brechen wir am nächsten Morgen wieder früh auf. Schließlich wollen wir heute den höchsten Berg der Dolomiten besteigen. Nach dem Frühstück überqueren wir den kleinen, vereisten Fennell-Gletscher, wobei Steigeisen hilfreich sind. Daraufhin erreichen wir über den langen, gut gesicherten Westgrat-Klettersteig den Gipfel der Marmolada. Auf dem frequentierten Gipfel hat man eine gigantische Rundsicht auf die Berge ringsum. Nach einer langen Gipfelrast steigen wir durch das schöne Hochtal zum Refugio Contrin ab. In der Morgendämmerung lassen wir unsere Tour auf dem Treu de Ladins über Canacei ausklingen.